Hallo, da sind wir wieder bei unseren erfrorenen Freunden. Ja, wir haben schon in der Zwischenzeit jetzt mal gerätselt, weil ja die Synth war eigentlich, man denkt ja nicht, dass die mit dem Flugzeug fliegen, so mit so einer Pass mal Ausrüstung auf, dass hier. du nicht spoilerst jetzt, ne? Ja, Wegen der alles Story gut. eigentlich jetzt. Aber wir könnten denken, dass die vielleicht. Okay, vergiss es. Wir gehen. Ich habe es jetzt nicht herausgefunden, wie ich das sagen kann, ohne zu spoilern. Ja, das ist schon traurig eigentlich. Nicht mal 500 Meter, 50 Meter wäre hier grün. Ja. Naja. Hätten sogar noch baden gehen können, theoretisch. Ja, gut, hier würde ich aber nicht baden. Hier schneit es ja noch. Alles Schneien gefällt mir, das ist schön gemacht. Kommen wir hier rüber? Schon, oder? Ja, hier kommen wir rüber. Komisch, dass ich jetzt hier kein Leben verloren habe. Das war Na, siehst du, jetzt haben schlecht. wir doch noch eine Kleinigkeit gefunden. War zwar nicht viel, aber so ein kleines Ja, Easter Egg zwei war das Snacks und schon. eine Soda, immerhin. Kann man das als Easter Egg bezeichnen, wenn das so zwei erfrorene Leute sind? Na, eher nicht. Weil Eigentlich es ist nicht, eigentlich ne? nicht schwer, sag ich mal, die zu finden. Easter Egg wäre es echt, wenn wir hochklettern und dann da zwei wären, dann Ach, hier ist vielleicht. die Wand wieder. Ach so, okay. Ah, da wäre die Wand, würde ich da gerne hochklettern. Oh, hey, wie bin ich jetzt reingekommen? Nö. Alter! Wenn wir das irgendwie hoch könnten. Sag jetzt nicht. Nein, ich bin im Berg. Oh Gott. Warte, ich mag da nochmal reingucken. Ganz vorsichtig. Hallo. Irgendwie hat Berg das ist aber irgendwie. ganz schön hohl, du. Das erinnert mich an was. Ja, gut. Siehst du mich noch? Ja, du stehst einfach mal mittendrin. Geh noch ein Stück rein. Ich Du kann gehst hier gerade hoch. hoch. Ja, ich bin. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da festpacke. Also ich gehe mal zurück. Ich will es eigentlich nicht provozieren. Kann hier so ein Stück für. Alter, ich. Hochklettern vielleicht? Nee, geht nicht. Hier am Rand entlang gehen? Nee, hier hört es auf. Ich riskiere es nicht. riskieren es jetzt lieber nicht. Hier runter. Darunter und dann wieder hier. Sehr schön. Ja. Vogel! 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 Vogel, 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 Vogel. Drehst du dich da auch einfach wie ein Wahnsinniger und drückst die ganze Zeit eh, wenn du einen Vogel erwischst? Weißt du, was mir gerade auffällt? Weil wenn man am Erfrieren ist, die Lebensleiste wird unten so ganz hellrot. Ich kann mir vorstellen, dass das dann die Körpertemperatur irgendwie darstellen soll. Wenn dann Ach die ja, ich weiß, was du meinst, Lebensleiste ja. dann Das ist komplett so. hellrot wird, dass man dann wirklich. Ich glaube, das ist der Indikator dafür, könnte ich mir Ja, vorstellen. vielleicht, dass das so, dass dein Blutgerinnsel dann so frieren oder so, weißt, dass Ja, die irgendwie Dinger sowas so soll irgendwie. dünner werden, weißt du, und dann den Blutbahn. Ach, hier wäre es oben perfekt Das soll ein. einfach. Ja. Oder hier, Alter, so perfekt. Direkt hier so. Ach man, das ist ehrlich. So ein Da schöner würden sich Eingang irgendwie wäre viele nice. reinpassen, ey. Ja, oder hier. Auch wenn das nur so ein ganz kleiner Raum wäre, einfach irgendwas. Ja, so ein ganz kleiner, ja, so ein winziger Raum, einfach nur, wo du reingehst und dann von mir aus Ja. da wieder zwei Leichen drin sind. Es wäre schon was, ja. Ist schon nice, ja. Menno, Menno, Menno. An meine Ausdauer, die geht ganz schnell flöten, irgendwie. Ja, die Hasen hier sind nicht so schnell, ne? Da stehe ich direkt daneben. Ich treffe sie zwar nicht unterm Schlagen, Ja. aber die, da kannst du ziemlich lange neben stehen. Komm hoch. Da hoch. Low Energy, ja, dann. Und Kann es sein, wenn man friert, dass man auch schnell Ausdauer verliert? Ich glaube schon, ne? es kann sein, ja. Hä, wie bist du da hochgekommen? Einfach die ganze Zeit jetzt fast gedrückt. Also nicht geklettert, sondern einfach nur gesprungen. Ist oben irgendwas? Na, bis jetzt nicht. Ich kletter gerade die Wand hier hoch. Ich habe immer Angst, dass die unsichtbare Wand kommt. Jetzt bugge ich so wie du fest. Ich muss wahrscheinlich noch einmal klettern. Ja, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich gehe einfach weiter. Na, ich. Hallo, du musst doch gar nicht klettern. Hallo, ich kann hier einfach hochlaufen. Ja, aber meine hat so rumgebackt wie bei dir vorhin. Weißt du, so dass ich Du geflogen konntest den bin. gesamten mit. Ja. Ah, hier ist wieder schön. Da geht's wieder flach runter, ne? Dam, dam, dam. Oh, Dam, hier kann man dam, dam, hochklettern. dam. Aber hier wird's dunkel. Ich habe so das Gefühl, gleich landen wir in der Höhle. Ich Schön lasse dich jetzt mal ein wär's. bisschen hochklettern, dass ich dich wiederbeleben kann, falls du da oben jetzt Ja. rumfliegst.
Ja, mach das. Boah, ich sehe das alles schwarz hier gerade. Alter. Oh, jetzt gleite ich auch mal. Jetzt bist du so weit oben. Alles ist hier dunkel, ich sehe hier gerade gar nichts. Ja, das war bei mir auch so. Wetten, wir sind oben angekommen, dann direkt dort, wo wir stehen, ist eine Wand und dann lassen wir los und dann rutsche ich den restlichen Berg wieder runter. Oh, ich habe dich ganz schön eingeholt. Ja, weil meine Ausdauer irgendwie ganz unten ist und die lädt sich auch nicht mehr auf. So. Dieser Blick ist ein bisschen traurig. Das ist so. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Jetzt bin ich ein bisschen leicht enttäuscht für diesen Ausblick hier. So eine richtige schöne Alter, ja, Linie. genau, die Linie. So direkt einfach so mal hier ist Voll Ende, weißt du die so. Skybox irgendwie. Das sieht mir richtig, dass da Ja. irgendwie. Ah, oh, nee. Ja gut, es ist eine Alpha, ne? Also Ja. ein Wunder, Das dass wir hier sieht er. hochkommen. Ich glaube, das ist auch gar nicht Ich gewollt. glaube, hier ist die Wand. Ja. Oh, okay. Dann halt nicht. Wo war jetzt der Absatz? Hier. Nein! Oh Gott! Hab die ganze Zeit so Schiss, Mann! Alter, Ach, tiefst Gott ist sei da Dank. runter geht, ne? Ja, die Weitsicht, die ist, ja, lässt zu wünschen Nicht übrig. so prickelnd. So, dann. Auf nach unten wieder, hm? Mal schauen, wer als erstes runterfliegt. Hört sich aber cool an, das muss man schon sagen. Ja. Das Klettern selber ist ein bisschen chaotisch, also weil man nichts sieht, beziehungsweise so gegen die Wand starrt irgendwie Oh so. Gott. Na gut, halt im echten Leben wäre es halt auch nicht anders. Ja, ich weiß schon, deswegen, es ist Man halt ist halt wirklich noch nur aus der gewohnt, sag ich Ego. mal, in Third Person zu klettern, wie in Assassin's Creed oder so. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, es ist ja noch in der Ego-Perspektive, da ist es irgendwie normal, dass man irgendwie nur nach vorne guckt, aber naja. Oh, Ach Alter, das man, war eine Geburt. wie lang dauert denn das noch? Das ist hier so neblig, Mann. Das hat so beschissen ausgeschaut, na. Ich glaub's dir. Komm jetzt, gehen wir mal. Ja, gut, das ist da lang. Alter, sieht so aus, als wärst du ewig weit weg. So klein irgendwie, so mini. Naja. Bin halt Klein, wirklich aber am geil. Rande der Map. Also hier ist wieder die unsichtbare Wand. Oder kann ich wieder da durch, so irgendwie? In der Ecke. Ja, der Fels sieht schon so aus, als könnte man nicht hoch. Alter, das wäre so geil, dort zwischen den zwei Bergen entlang laufen. Das wäre so Hammer. Ja, ich kann ja klettern. Oh Gott. Wollen wir eigentlich jetzt wirklich auf jeden einzelnen Berg hochklettern? Jede einzelne Möglichkeit nutzen? Also ich würde es jetzt schon eigentlich schon gerne machen. Aber es ist halt für die. Alter, wieso will ich schon wieder leben? So hoch war das nicht, Mann. Ist doch zum Du hältst Heulen. einfach nichts aus. Schwächling. Ist zum Piepen, echt. Ich würde es halt schon privat gerne machen, aber für die Aufnahme ist es vielleicht ein bisschen langweilig, vor allem die Kletterpassagen hier. Dann würde ich selber wahrscheinlich, wenn ich das Video gucken würde, auch irgendwie so, oh, machen wir mal so eine Minute vor, bis ich oben bin. Ja, das ist halt das Problem. Aber was mir gerade auffällt, der Wind auf dem Berg hört sich anders an als auf dem Meer. Das ist schon mal ganz cool. Na, Okay, hier dann oben. müssen Sie aber schon davon ausgehen, dass da mal jemand hochgeht, ne? Wenn das sich so anders anhört. Ist das noch nie aufgefallen, irgendwie so? Dass Doch der jetzt, Wind irgendwie ist jetzt sich wo du echt. sagst, doch. Der pfeift da so richtig an. Das ist Ja. irgendwie der. Nicht so wusch und so. Alles, glaube ich, bin ich gleich außerhalb der Karte wieder. Ah, da ist der andere Strand. Ist mal auf der anderen Hälfte. Auf der anderen Seite. Ich bin auch Uah. oben. Ah, das sieht ja richtig traurig aus. Dieser Himmel-Cut hier, das sieht echt traurig aus. Vielleicht finden wir ja Bigfoot oder sowas.
Alter, das wäre ein Easter Egg. Das wäre ein Easter Egg, ja. Naja. Kann man hier runter? Sollen wir hier runterklettern? Kann man hier runterklettern? Kann hier runterklettern, glaube ich. Ah ja, stimmt, ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass es da irgendwie. Nee. Ich gehe auf der anderen Seite runter. Da, wo ich den Strand sehe. Hier oder wie? Ja, da irgendwo. Na gut. Es geht nicht. Da. Und runter geht's mit mir. Ich habe aber echt Angst, dass ich irgendwo mal runterflieg. Alter, verdammt. Ja, manchmal lässt er einfach, wenn die Kante doch zu krass ist, dann lässt er einfach los. Was ein bisschen komisch ist, weil wenn du so auf den Boden gehst, dann musst du nochmal drücken. Ich sehe schon wieder so einen Vorsprung. Ja, nein! Oh Gott! Ja, nein! Boah, Alter, ich dachte, ich rutsche jetzt und bin zu weit von der Mauer entfernt. Es war jetzt wirklich so. Weil er ist so gerutscht, weißt du, er hat losgelassen, dann ist er so gerutscht und dann so weg von der Mauer. Also es sind ein paar hundert Meter, die man da hochklettern immer, ne? Ja. Oh Gott, oh nein. Oh, du bist doch schon Vorsprung. Oh Gott, aber das geht. Wenn der Vorsprung nach innen geht, geht's eigentlich. Oh, wo bin ich hier? Ach, jetzt sind wir hier, okay. Komm ich hier noch in die Runde, oder? Ich glaube, die Dingwelt haben wir ordentlich. Mal kein Leben verloren. Ja, das ist klar, dass du wieder kein Leben verlierst. Ach, du bist da hinten erst gelandet. Hier? Ach, das hoch. Aber ich habe kein Leben verloren. Was ist hier dann? Hier geht's. Ach da so. Geht's tief runter zum Strand. Ja, wollen wir dann über den Strand jetzt wieder zurück irgendwie? Ja, eigentlich schon. So, einmal um die Map rum, da haben wir das schon mal. Aber ich würde gern. Hier kann man nicht klettern, das ist ein bisschen blöd. Hier bräuchte man halt jetzt so ein Seil oder sowas. Hm? Kann man hier von Vorsprung zu Vorsprung oder so? Ja, so hoch ist das eigentlich nicht, immer überlebt das schon. Ja, überleben wird genug man schon, ja, aber da wird man ein Leben verlieren. Ich springe jetzt einfach runter. Mach das. Kommst du mit? Nein. Na gut, ich bin jetzt unten. Ich bin am Strand jetzt einfach und gehe dann langsam wieder zurück. Ich gehe hier entlang, so auf diesen Vorsprung und dann hier und ich habe kein Leben verloren. Wunderbar. Ich habe auch kein Leben verloren. Ach laber, Mann, das war voll hoch, Mann. Da waren aber genug Vorsprünge. Ja, komm, sind wir wieder hier. Hör ich so schon wieder schreien. Oh, meine Güte. Ja, oh, 5 Stück Löch. Komm, sind wir wieder hier. Sollen wir nochmal in die Ecke gehen vom Strand? Oder eher ja, nicht? Machen wir es einfach mal. Der eine rennt hier hinterher. Bis ganz zum Punkt vom anderen, zum anderen Punkt der Map. Von, weißt du, so die Ecke. Müsst ihr gerade alleine wieder kämpfen? Ja, das macht nichts. So, 2 sind weg. Ja, hier merken wir uns schon wieder, dass sie sich für die Grafik hier in der Ecke nicht mehr besonders interessiert haben. Das sieht man jetzt richtig auch am Wasser. Hier ist einfach gar nichts, ne? Einfach null. Das ist einfach nur so ein. Ne? Schau dir das Wasser an, das sieht schon mal nicht schön aus, ne? Ja, das sieht jetzt. Einfach nur wie so ein schwarzer Pumpe aus. Vielleicht ist es Öl vom Flugzeug. Gott, wenn du tauchst, ist einfach nur schwarz. So. Na, ich glaube, das sind so. Ich glaube, das ist so der Grundgerüst. Weißt du, so einfach Bats mehr, das. Und dann haben wir es halt so Feinschliffe gemacht. Ja, dann haben es halt erst die Effekte und. Genau. Ja, halt einfach schön gemacht. Ist hier vor ist halt uns einfach da gerade Licht? Ah ja, das ist ja wieder so ein Typ hier. Sollen wir hier nochmal ein Lagerfeuer machen? Ja, gut, Alter. Ich habe wieder Hunger und Durst. Hunger und Durst. Ach, ich hätte ja aber meine Bären noch zum Essen, fällt mir gerade so auf. Ah ja, gut, dass du das sagst, ich vergesse das irgendwie gar nicht. Sollen wir die essen jetzt oder machen wir ein Lagerfeuer?
Ah, ich esse mal schon die Beeren. Wie viel bringt das? Oh, na gut, da müssen wir viel essen. Na. Aber man bekommt Ausdauer zurück. Immerhin. Ja, ordentlich. Ja, 10 Beeren ist der Magen wieder voll. Passt schon. Ja, ich mache meinen Magen jetzt mal nicht voll, aber ich mache ihn so, dass ihn, und trinken bringt es auch was. Das ist das Schöne. Es bringt Trinken, Essen und Ausdauer. Es bringt einfach alles. Ja, Beeren sind gut. Ah. Menschen? Im Stein. Wir schauen, vielleicht finden wir noch was Schönes an diesem Strand, wenn wir jetzt hier nach Hause gehen. Vielleicht. Komisch, aber ich friere jetzt wieder, aber mein Lebensbalken ist wieder komplett rot. Naja. Nee, ich friere gerade nicht. Hier da hinten irgendwas Oranges, aber ich kann das ja, nicht. Ja, da sind wieder Eingeborene da unten. Ja, mach noch Licht. Ja, da oben das Orange, siehst du das? Das sieht aus wie Zelte, glaube ich. Auch so viele irgendwie. Können wir mal hinschauen. Ja, da können wir übernachten, das wäre jetzt schon. Warte, ich nehme mal wieder Sticks, ich habe da letztens das Lagerfeuer gebaut. Und das Orange sind Büsche. Büsche. Ich hab ist schon mal noch ganz schön hell, du. Ja, das stimmt schon. Ist das ein Totem oder so? Ist das ein Totem oder was ist das? Ich glaube, das ist ein Totem, ja. Aber hier auf der Seite vom Strand ist irgendwie überhaupt nichts. Habe ich noch nie gesehen. Dieses Totem, hast du das gesehen? Nee, das ist Tier. Ist das mit irgendeinem Tier oder so? Was? Ja, machen wir es auch noch nicht gesehen. Kannst dich kaputt machen. Ich auch nicht. Was ist das? Das ist doch kein Totem von denen, oder? Ich bleib hängen, aber ich kann es nicht kaputt machen. Bleib nicht mal hängen. Achso, ja, wenn du dagegen läufst halt, ja. Hä, okay. Das ist irgendwas anderes, von irgendjemand anders, glaube ich. Das ist nicht von den Eingeborenen, beziehungsweise Mutanten, oder... Ja, es sieht aber so aus, als wäre das irgendwie so ein großer Bärenschädel, oder was weiß ich, was das ist. Sieht ziemlich groß aus, das Tier. Oder von Mutanten, das Schädel, den kann man... Naja, glaube ich nicht. Das sieht zu tierisch aus für Mutanten. Ja. Bin ich mal gespannt, was wir noch so finden, weil das haben wir so noch nicht gesehen, ne? Ja, ist immer interessant. Da haben wir wenigstens schon mal zwei Kleinigkeiten gefunden auf unserer Tour. Das ist schon traurig, aber nur zwei, ne? Ich habe mir auch schon ein bisschen mehr erhofft, irgendwie. Jetzt ist die Frage, gehen wir da in der Mitte entlang und immer noch außen am Strand? Außen am Strand? Oder ist da hinten Zelte? Oder sieht es nur so aus? Wo denn? Da beim... Ne, warte, das sieht wahrscheinlich nur so aus. Ne, hier glitzert ein bisschen was, das Wasser, aber sonst sehe ich da nichts. Ja, klar. Ja, gerne so, mal am so Strand. Bleiben, ja, wir bleiben einfach mal hier so oben, damit wir den Strand sehen, aber auch sehen, wenn da was. Dass wir einfach mal komplett um die Insel rumgegangen sind jetzt. Ja, da wäre durch. Nix ver. Ah, da wäre durch. Ja, nee, ich habe gerade gesagt. Ach, meins. Nee, ist schon da. Hab ich den echt nicht aufgesammelt? Doch, ich hab's. Ich habe jetzt einen Lizard-Skin. Achso, ich auch. Ja, aber vielleicht hatte ich den schon, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe meinen der Wüste. Bei mir war es halt unten zumindest gestanden. Achso, das habe ich gerade nicht nachgeguckt. Baum. Und am Strand ist auch nichts, oder? Oh Gott, jetzt wird es langsam wieder abhangen. Oh, das ist ganz schön tief. Ach komm, irgendwas Tolles will ich hier noch finden. Wenigstens einen Höhleneingang oder so, verflixte. Ja, das ist ein bisschen traurig, dass wir echt gar nichts finden. Also das war kehlige, freunde Menschen auf dem Berg. Das war wenigstens etwas, aber... Ja. Bisschen enttäuschend, ein bisschen mehr. Auf so wunderschöne kleine, so kleine Kleinigkeiten, weißt du? Sowas wie die freunde Menschen hätte ich ein bisschen mehr erhofft. Sowas öfter. Sollen wir jetzt oben lang gehen oder da unten? Unten, oder? Ja. Gut, also ich merke gerade, die Bären halten gar nicht lang an.
Hab schon wieder Hunger. Ja, ich auch. Ah, irgendwas, komm schon, Höhleneingang. Wie viele Höhlen gibt es Mei, eigentlich? mei, Wäre mal mei. interessant zu wissen, ne? Ich glaube, 10 machen es. Oh, gut, dann haben wir ja noch welche vor uns, ne? Wie viele Viertel 10 haben wir? Höhleneingänge. 2, Ob 3, es dann 4, 10 Höhlen sind, weiß ich nicht. Gibt es ja immer mehrere Eingänge für 7. eine Höhle. Das wissen wir ja jetzt schon Also mittlerweile. ich habe jetzt 6 oder 7 Höhlen markiert schon, wie es ausschaut. Naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Weil ganz grüne, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Höhle war oder. Naja. Was grün? Was siehst du da grün? Ganz rechts, da. Neben unserem Haus Symbol ist was Grünes. Bei mir ist gerade zwei Rehe gespawnt. Das ist geil. Bei mir ist ein Eichhörnchen am Strand. Jawoll. Ja. Zensiert. Ach, wir müssen Folgenschluss machen hier, ne? Ach so, okay. Warte, kann ich das Fleisch mitnehmen? Den Vogel, den erwische ich noch. Ne, kann ich nicht, okay. Jawoll. So, ja. Oh, da hinten ist noch eine Feder. Warte, die erwische ich noch. Ja, so. Gut, Okay, dann machen wir hier und jetzt mal das Folgenende. Dann wieder danke danke fürs fürs Zuschauen. Zuschauen Ciao. und bis zur nächsten Folge.